Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 24.05.2024. Und DAX, ey, Alter, das könnte den Eindruck erwecken, dass er hier nicht mehr ganz so Stärke findet. Denn die Gewichte, die haben ihn irgendwie ganz schön niedergeschreckt. Jetzt hängt er hier so wie ein Schluck irgendwas, lässt hier die Finger im Wasser baumeln. Ich fürchte, lieber DAX, dass sich jetzt die Zuschauer Sorgen um dich machen. Das sieht nicht so ganz potent aus. Ja, es würde hier noch einen Sprint hinlegen, aber wir gucken gleich mal genauer rein, was denn für den Freitag dran ist. Zunächst erstmal rückwirkende Betrachtung vom Freitag, vom Donnerstag. Was wollten wir sehen? Was haben wir gesehen? Wir hatten grundsätzlich ja die Annahme, dass unser DAX, die SKS, wenn wir nochmal vielleicht sogar zwei Tage zurückspringen, wenn er die Nackenlinie ansticht, wahrscheinlich nicht direkt verwandeln wird, sondern eher oben irgendwo nochmal rumstenkert. So, das war ja die Grundintention, warum wir diesen Pfeil hier vom Trigger kurz runter und dann wieder nach oben so gezeichnet hatten, bevor uns in die Auflösung geht, weil das der DAX einfach oft so macht. Ja, es ist eher ein typisches Bild im DAX und gar nicht so diese typischen Lehrbuchbilder. Ich hatte euch da schön ins Schaubild skizziert, wie das normalerweise aussehen würde und eben auch erklärt, wie es im DAX aber typischerweise aussieht. Das ist jetzt wirklich sehr typisch für den DAX. Ja, also sowas sieht man immer wieder, wenn er, das könnt ihr euch gleich mal merken oder aufschreiben oder wie auch immer, das ist einfach ein typischer Ablauf, den er hat. Und er hat hier jetzt eben das Ding gehabt mit dieser Keilauflösung. Deswegen hatten wir gesagt, dass für uns diese, ja, ich sag mal, die Orientierungshilfe eher so diese 18.700 sein sollte zum Donnerstag. Und wir gesagt haben, wenn er drüber geht, dann versucht er nämlich diese Keilaktivierung auszuspielen, weil man dynamisch runterdrückt. Und man hat das gesehen. Er hat das Aufwärtsgap da hochgestellt. Ja, also er hat sich erstmal perfekt positioniert zum Start, um das zu bringen. Und er hat immer so bis in die 57 rein. Ja, ihr habt das gesehen. Der hat immer wieder richtig kräftig auch versucht reinzudrücken, um sich rauszuheben. Aber er ist halt nicht rausgekommen. Er hat einfach keinen Zug dann drauf gekriegt. Und dann haben die das als Bullenfalle, haben die das funktioniert. Und hier wirklich die Jungs da richtig reinblechern lassen und dann das Ding nach unten versenkt. So, und deswegen hat man ja auch gesagt, wenn dann die roten Stundenkerzen unter die 18.700 gehen, habe ich gesagt, rechne ich damit, dass der in die 65 reingeht. Habe auch gesagt, ich würde sogar unsere Lisa-Short geben, aber dafür war es zu spät, kam zu spät erst. Die wollte nämlich hier vorher noch long sogar reingehen. Oder war es so? Ja, doch, ich glaube, war so. Die wollte noch long gehen, da hat man gesagt, nee, das lassen wir mal besser, so wie der hier oben rumzuckt. Das sieht noch nicht so richtig viel Keilauflösung aus. Und dann hat es einen, zack, runterzerlegt in die 65 rein. Die 65 war nun unser Ziel hier auf der Unterseite, aber eben nur als Zwischenziel. Ja, haben immer wieder gesagt, 65, dann 440, 420, dann 360 eigentlich das SKS-Ziel. Und das wird jetzt interessant zum Freitag, weil... Was erzähle ich euch immer wieder, Donnerstag, wenn der Donnerstag vorbei ist, zum Freitag, gerade wenn der Donnerstag schwach ist, ja, hier hat man sowas, hier hat man sowas, dass der Freitag grün abrechnet, statistisch betrachtet, häufiger als dass er rot abrechnet. Ja, also, wenn ich auf 10 Freitage mir die nebeneinander reihe, habe ich vielleicht einen, der rot abrechnet. Ich habe vielleicht zwei, drei, die irgendwie seitwärts, vielleicht auch mal leicht rot, ja, aber irgendwie so zur Seite rausgehen und der Rest ist eigentlich grün. Der Rest versucht sich wieder raufzudrücken. Und gerade in den statistischen starken Quartalen, in denen wir ja noch sind, ist die Häufung von den grünen Freitagen dann eben häufiger da. Ja, das heißt, grundsätzlich ist es möglich, dass unser DAX Freitag komplett durchrauscht und auf eine 360 zum Feld, aber... Statistisch betrachtet sollte man zumindest einkalkulieren, dass er versuchen wird, wieder auf den grünen Freitag anzuspielen. So, wie könnte das jetzt aussehen? Das könnte jetzt zum Beispiel aussehen, dass sie einfach nochmal vielleicht sogar ein bisschen tiefer reinkommt. Dann macht es natürlich leichter, die Tageskerze hinten raus grün zu kriegen. Aber dass er hier irgendwie uns versucht zu verkackeiern und hier am besten, guckt mal hier mittig, wo keine Linie ist, irgendwo da reinrupft, sich dort ein Tagestief bildet, wo keinem rechnet. Und deswegen möchte ich da auch eigentlich gar keine Kurse nehmen, weil es wird wahrscheinlich genau dann am besten funktionieren. Und von dort sich wieder hochzieht, die Tageskerze grün stellt und dann am Montag versucht nochmal nach unten die SKS fertig zu machen. Also sowas würde ich ihm auch zutrauen am Freitag. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich will auf keinen Fall, dass ihr dann da jede, also wenn er fällt, sollt ihr das jetzt nicht als Motivation verstehen,
dass ihr da jetzt an jedem Punkt irgendwo immer gegenklopfen müsst. Nee, 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 nee. Das ist schon wahrscheinlich besser, die Strecke zu versuchen, Short zu begleiten. Aber also mit Stop-Loss nachziehen und so sollte man sich dann sportlich ranhalten. Ja, damit man eben nicht wieder rausgeräumt wird, wenn die dann doch hinten raus das Ding bloß wieder hochziehen und versuchen, den grünen Freitagsschuss hinzustellen. Ja, ich möchte mich darauf vorbereiten, weil es ist halt so, wenn wir eine statistische Wahrscheinlichkeit haben, das ist ja das, was unser Pattern und das, was alles ausmacht, dass wir versuchen, in Trades einzusteigen, wenn wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass der Trade klappt. Und wenn ich jetzt natürlich hier auf einem Freitag versuchen will, 300 Punkte nach unten zu kriegen, das ist blödes Timing. Es klappt halt eher mal an einem Montag, ja, die ja dann doch deutlicher auch mal unten rausladen können, als dass es an dem Freitag klappt. Weil die Wahrscheinlichkeit hier, ja, jetzt mal rein statistisch betrachtet, eher bei 10% liegt. Ja, dass er zum Freitag sich so durchgewählt kriegt, dass er das nach unten liegt. Ich meine, mit 10% kann man trotzdem gewinnen, ja. Ihr wisst, wie es ist. Aber beim Traden sollte man halt immer versuchen, sich ein bisschen nach den wahrscheinlicheren Szenarien zu gucken. So, ja. Also, was können wir sagen, solange wir tiefere Tiefs und tiefere Hochs bekommen im Tagesverlauf, im DAX, solange er mitspielt und nach unten treibt, lassen wir ihn noch schieben, lassen wir ihn machen. Das kann bis 5:30 erstmal gehen, gleich zum Start auch. Das darf dann weitergehen bis in die 4:20, das darf weitergehen in die 4:40, also 4:40, 4:20 und eben auch bis zum SKS-Ziel bei 3:60. Ja. Wir rechnen aber damit, sobald er die Hoch-Tief-Folge unterbricht und aufhört, tiefere Tiefs und tiefere Hochs zu bauen, sollten wir davon ausgehen, dass er gegebenenfalls vielleicht sogar ein Gap wieder zumacht und den Tag auch positiv beendet. Ja, oder da oben dann zumindest stehen bleibt und sich seitwärts rausschiebt. Ja, wie einfach aus der statistischen Wahrscheinlichkeit. Das wäre so ein bisschen meine Erwartungshaltung für den Freitag. Ja, irgendwie unten, wo die Leute nicht so mit rechnen, sich so tief suchen, aufdrehen, irgendwie seitwärts raus, Montag den letzten Stich. Ja, ich würde es ihm zutrauen, die 360 direkt anzuschießen. Aber ich fände es unpassend auf den Freitag. Aus der Situation heraus, hier jetzt nach unten rausstrecken, es wäre nahezu perfekt. Aber nicht auf den Freitag. Ja, das stimmt mich ein bisschen vorsichtig. Ja, und von daher gucke ich mir den ganz genau an. Und wie er sich bewegt, untergeordnet, ja, untertägig auch, ja, dass man ein bisschen die Hochtieffolge einfach anguckt, das, was ich gerade erzählt habe. Überraschen würde er, wenn er aus der ja jetzt anlaufenden SKS-Auflösung, die ja wirklich offensichtlich ist, einfach austritt und nach oben über eine 727 jetzt wieder drüber macht, das wird überhaupt nicht reinpassen in die SKS-Auflösung. Ja, ihr habt gesehen, das haben wir gemalt, das ist jetzt schon 3, 4 Tage her. Das wurde bisher sehr, 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 sehr genau von der Abfolge her bedient, wenn auch die Kursmarken bisschen abweichend höher waren, als dass wir es gesetzt haben. Ja, also hier ist er im Tief höher gedreht, hier ist er auch höher rausgestochen als gedacht. Aber von der Abfolge her läuft es sehr, sehr genau drin und da sollte nun auch das Ziel kommen. Und nicht nochmal einmal hier oben drüber. Das wird er dann nicht so richtig reinpassen. Ja, und von daher würde ich schon sagen, wenn er jetzt komplett positiv reinstartet und er drückt sich über eine 737, würde ich das komplett erstmal abhaken und sagen, okay, dann soll er seinen grünen Freitag erstmal machen. Gucken wir uns am Montag dann nochmal neu an. Was hat er daraus gemacht? Wie gehen wir jetzt weiter? Wahrscheinlich lassen wir den Trigger genauso hier setzen, wegen Abwärtsrennen und Verkeilung und so weiter, weil die wäre ja dann immer, das wäre dann immer noch möglich, auch wenn man sie neu ziehen müsste. Aber oberhalb von 37 würde ich nicht weiter auf einem Short erstmal beharren wollen von der SKS, auch wenn wir gesagt haben, dass die SKS da nicht abgebricht, aber jetzt fände ich das dann schon unpassend. Ja, so dass ich sagen würde, oberhalb von 737 wäre ich positiv eher überrascht und würde ihnen dann wieder Chancen Richtung 57, 800, 830 einräumen. Und wenn er die 800, 830, die ja nach wie vor harter Widerstand ist, dann überwunden kriegt, dann dürfen wir auch wieder über 29 und mehr reden. Ja. Aber so ist er jetzt erstmal schön im Setup drin und ich gehe fast davon aus, dass wir zum Freitag ein neues Tief kriegen. Frage ist jetzt, wo kriegen wir das hin? Ich denke, es wird nicht eine unserer Linien, es wird nicht eine unserer Marken. Weil es für den Markt ja nicht sinnvoll wäre, wenn da jetzt alle Long drin sitzen. Ja, muss ich einen Punkt suchen, wo die Leute ein bisschen überrascht kriegt. Das heißt, er wird das irgendwo dazwischen zwirbeln. Und ja, das wäre meine Erwartungshaltung. Und von dort an ein bisschen Stabilisierung, schön träge, schön ruhig und seitwärts oben rauslaufen auf grüne Kerze. Mal gucken mal. Gucken wir mal, was er draus macht. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns. Sonntag wieder. Sonntag wieder für die Analyse zum Montag.
wünsche ich allen ein schönes Wochenende und ja, macht's hübsch.